Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu The Journey Hunter Returns. Ja, ich sehe jetzt hier aktuell, wir sind auf Platz 2 in der Bundesliga-Tabelle. Erster Platz ist Borussia Dortmund, allerdings nur ein Punkt besser als wir. Im Pokal spielen wir im Halbfinale gegen Leverkusen und Wolfsburg spielt gegen Dortmund. Also bis jetzt läuft eigentlich alles nach Plan. Nur in der Bundesliga müsste man noch ein bisschen besser werden. Ja, ich würde sagen, wir starten mal und ich wünsche euch viel Spaß. Trainingstag steht heute auf dem Plan. Defensiver Stresstest und fortgeschrittene Verteidigung. Sollte doch kein Problem sein für uns. Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Und Erfolg hat man nur mit hartem Training und vollem Einsatz. Ja. Für Tore braucht man Ballbesitz. Für Ballbesitz braucht man Balleroberung. Für Balleroberung braucht man Zweikämpfe. An die Arbeit. An die Arbeit. Defensiver Stresstest. Oh, schön verladen. Oh, verkackt. Sehr gut. Das war schön. Wieder verkackt. Gut gegen Lewandowski. Oh Mann. Der war schön. Oh, schön. Oh, das war nix. War ganz okay. Ich würde sagen, das können wir noch besser. Vorbei. Oh, Rames. Huiuiui. Ja. Schön gemacht. Aus. Wieder schön verladen. Ah, es ist schwer. Oh, lecco mio. Ah, das war noch schlechter. Na gut. Probieren wir es noch ein letztes Mal. Sehr gut. Oh Gott, Foulspiel. Sehr gut. Der war schön. Gar nicht erst großartig rennen lassen. Auch sehr gut. Und gleich da Gas geben. Ah, verdammt. Ja, immerhin schon über fast 7000 Punkte. Sehr gut. Na gut, weiter geht's. Fortgeschrittenes Verteidigung. Der fortgeschrittene Verteidigung. Es sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Gut. Sehr schön. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ah, verdammt. Schönes Tor. Schön. Ah, das war jetzt nicht so toll. Nein. Oh, Foulspiel. Ah, Mann! Ah, schade. Ja gut, machen wir weiter. Ich will jetzt hier nicht ewig lang am Training vergeuden.
war, denke ich, trotzdem ganz okay. Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Dann kann uns keiner schlagen. Das steht fest. Vielen Dank. Bitteschön, Dino. So, mal schauen, was jetzt als nächstes auf der Tagesordnung steht. Bundesligaspiel auswärts gegen Schalke 04. Schalke 04 ist aktuell Platz 4. Das heißt, die könnten mit einem Sieg uns schon ziemlich nahe kommen. Beziehungsweise auch RB Leipzig spielt ja. Nee, RB Leipzig spielt gar nicht. Die haben schon gespielt. Gestern, ja. Am 14. April und wir spielen aktuell am 15. April. Leipzig hat verloren. Das heißt, die können uns schon mal nicht einholen. Aber wir haben die Chance, falls Dortmund. Ja, Dortmund hat auch schon gespielt, 2-2, sehr gut. Da haben wir jetzt also die Chance, Platz 1 zu erreichen mit einem Sieg. Das wären dann 67 Punkte. Dann hätten wir schon mal einen Punkt mehr wie Dortmund. Aber wir müssen halt erstmal gegen Schalke gewinnen, auswärts. Ist jetzt nicht der leichteste Gegner. Aufstellung ist ganz okay. Griezmann, Hunter, Ribéry, Robben, Müller, Thiago, Alaba, Boateng, Martinez, Rafinha und Neuer am Tor. Ich denke mal, das passt soweit. Wir spielen natürlich wieder mit dem kompletten Team. Und ich denke mal, gegen Schalke sollte man eigentlich schon gewinnen. In der Veltins-Arena. Mal schauen. Drückt uns die Daumen, Leute. Schön, Griezmann. Oh, das war jetzt nicht toll. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives. Oh, der war zu weit weg. Ah, Mann, schlechter Pass. Für die Offensive, was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Ja, natürlich soll es nach vorne gehen. Wir brauchen nur 3 Punkte. Wenn wir noch Erster werden sollen. Spielt den Ball direkt zurück. Franck Ribéry am Ball. Wir erleben hier heute ein wirklich tolles Duell. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also. No, schlechter Pass. Ah, Mann. Schön aufgepasst. Wird das eine Torchance? No, weg damit. Und Hunter. Und direkt zurückgespielt. Hunter. Oh, schlecht. Ballverlust. Thiago. Thiago jetzt. Vielleicht mal ein schöner Pass vielleicht. Jawohl, schöne Flanke, komm. Rein das Ding und... Ah, der kriegt da nicht mehr. Verdammt. Leipzig, Schalke ist ganz schön stark. Sind auch ziemlich schnell. Alex Hunter. Ribéry. Und sie stehen auch nicht schlecht. Merkt man es immer wieder, der Franzose ist immer Leidenschaft und vollem Einsatz dabei. Was manchmal Wolf dafür sorgt, dass er sich zu unschönen Aktionen hinreißen lässt, das sind so Dinge, ich glaube, die bekommt er nie ganz in den Griff. Das könnte gefährlich werden. Oh, komm jetzt. Muss doch nicht als Foul pfeifen, ey. Ich bitte dich. Ah, oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Thiago. Jetzt schöne Konteraktion, komm. Hunter. Ah, zu weit vorgelegt. Ah, oh, Mann, scheiße. Mann. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Scheißdreck, echt zu weit vorgelegt. Mann! Es wäre hundertprozentig das 1-0. Aber das hätte es sein müssen sogar, hundertprozentig. Schade. Und Griezmann. Kriegt er den noch? Die Bayern im Vorwärtsgang. Sie ah, Mann. Gleich zwei Mann zu Antoine Griezmann. Hunter, macht er ihn! Jawohl! Traumtor, aber richtig geil gemacht. Sehr gut. Haben wir doch unser Tor.
so wie es sein soll. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Schönes Tor, wirklich sehr schönes Tor. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sehr präzise geschossen. Klasse gemacht. So, sind wir doch schon mal auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, 3 Punkte und wir sind an Dortmund vorbeigezogen und sind Platz 1. Den kriegt er auch noch. Ah, verdammt. Na doch. Glück gehabt. Oh, schlecht. Super Pass. Komm, Boateng, setz dich durch. Sehr gut. Hereingabe jetzt. Flanke bleibt hängen. Jetzt Robben. Ribéry. Und Thiago. Schöner Pass. Franck Ribéry. Flanke kommt weit. Ah, geil! Müller macht das 2:0. Wirklich sehr schön rausgespielt. Muss man sagen. Den hat er gut gemacht. Er geht damit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Da stand sogar noch verkehrt rum zum Tor. Krass. Das gibt Einwurf. Ja, es läuft doch sehr gut, muss ich sagen. Caligiuri. Nabi Bentaleb. Da ist die Flanke. Das war knapp. Fast der Anschlusstreffer für Schalke. Schön, Neuer. Kommt jetzt die Flanke rein. Sie bieten sich an. Ribéry. Ochipka. Bentaleb. Koke. Komm, mit Griezmann schaffen wir ja auch noch ein Tor. Na, schade. Sie bekommen den Einwurf. Schön, Ribéry. Klasse gemacht. Ah, schade. Schönes Zuspiel auf Griezmann. Aber leider konnte er das Tor nicht machen. Goretzka. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da ist die Hereingabe. Und Schalke probiert immer die gleichen Tricks. Jetzt Ribéry. Ah, schade. Okay. Schönes Zuspiel. Gute Chance. Da kommt die Flanke. Robben. Hunter. Schlechter Pass. Die Kugel ist weg. 2 Minuten werden nachgespielt. Goretzka. Müller geht dazwischen. Wird's jetzt gefährlich? Embolo jetzt. Nabi Bentaleb. Ah Mann, schade. Anschlusstreffer. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich. So Leute, Halbzeit. Na, wir müssen echt besser werden. Es ist leider nur 1:2, also es ist nicht kein großer Vorsprung. Deswegen schnell das 3-1 irgendwie erzielen. Was kann Schalke hier noch machen? Die Bayern knapp vorne, aber wir haben es ja schon gesehen. Das ist eine enge, das ist eine spannende Geschichte. Haben wir ein bisschen mehr. Thomas Müller in seiner gewohnten Art, ganz energisch. Hallo? Oh.
Und jetzt gehen sie über die Flügel. Nabil Bentaleb. Schön. Gutes Tackling. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Bentaleb. Thiago. Herr Griezmann. Das könnte gefährlich werden. Ah, schade. Wieder schönes Passspiel auf Griezmann. Und wer weiß, ob sich das später nicht rächt. Na, hoffen wir es doch nicht. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Puh. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Schön, komm jetzt, Ribéry. Und Ribéry am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Boah, schade. Ja, sehr schöner Pass eigentlich. Aber der Verteidiger hat auch gut aufgepasst. So, wir kriegen Anweisungen. Beeindrucke den Boss, das haben wir aktuell schon erreicht. Eine Torvorlage müssen wir noch erzielen. Am besten auf Griezmann halt. Da können sie nicht entscheidend klären. Am besten halt nicht das 2-2 kriegen. Das wäre schlecht. Dann wären wir jetzt vielleicht sogar eventuell trotzdem noch Erster. Weiß ich nicht genau. Wir wären auf jeden Fall punktgleich mit Borussia Dortmund. Ob das zum ersten Platz reicht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Na, schade. Ja, cooler Ball halt, ne? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Von Bianca. Embolo jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Hunter. Schön, Ribéry. Komm, renn. Vielleicht jetzt. Was machen sie drauf? Schuss. Ah, Latte. Mann. Schade. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Rafinha. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, schade. Ja, Griezmann gefällt mir momentan noch nicht so gut. Er hat zwar ein paar Chancen schon gehabt, aber er nutzt es halt einfach auch nicht so. Schade. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Ich hoffe, dass wir noch eine Torvorlage hinkriegen für Hunter. Otschipka. Und den kriegt er noch? Sehr gut. Rafinha. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Wird's jetzt gefährlich? Da steht die Abwehr sicher. Alex Hunter. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sehr schöner Pass. Ohohoho. Der war ja schön. Leco mio, was für ein geiler Pass von Thomas Müller und Ramos Rodriguez. Macht das 3-1, baut die Führung weiter aus. Und wirklich überragend gespielt von Thomas Müller. Und auch geil abgeschlossen von Rodriguez. Ja, und Thiago geht raus und Rodi kommt rein. 3-1 für Bayern. Jetzt sieht es doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen, dass wir da eventuell noch einen Ausgleich kriegen. Sehr gut von Rodriguez. Sehr schön. Ah, schade. Schlechter Pass. Komm, den müsst ihr alle mal kriegen. Jawohl. Ribéry. Mit der Zeit ist aus Franck Ribéry ein richtiger Teamplayer geworden, ne, Buschi? Ja, du. Der erfüllt Defensivaufgaben. Das war, drücken wir es vorsichtig aus, nicht immer so. Ah, schade. Ist der Ball wieder weg. Goretzka. Kehrer. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gucke. Ah, Foulspiel, Mann. Das ist
eine gute Gelegenheit. Könnte sogar gelb geben. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Na, gibt gar nichts, okay, nur Freistoß. Diese Grätsche richtig. Marcelo Čipka. Und das ist der... Ah, ich dachte schon. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Rudi. Franck Ribéry am Ball. Franck Ribéry ist ja wirklich immer... Schlechter Pass. Sehr, sehr schlechter Pass. Einfach die nötige Kreativität. Der kann besondere Dinge versuchen und machen. Und solche Spieler brauchst du vor allem gegen tiefstehende Gegner. Jetzt vielleicht über Ribéry. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Rudi. Müller. Da geht er dazwischen. Mann. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. James Rodriguez. Sie versuchen es flach. Ahnt hier diesen Pass. Schade. Da kann er klären, gut auf. Das wäre jetzt eine Torvorlage geworden. Bentaleb. Und direkt zurückgespielt. Gucke. Einwurf für die. Naja, sieht ganz danach aus, dass wir 3-1 gewinnen. Torvorlage wird wahrscheinlich nichts mehr. Den spielt er wieder zurück. Aber gut. Müller, klasse. Und Müller. Ja, auf jeden Fall haben wir unser Ziel erreicht. 2 von 3. Die Santo. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Okay. Jetzt müssen Sie aufpassen. Hereingabe jetzt. Na, verdammt. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Naja, das sollten wir aber schaffen. In der Nachspielzeit. Und sofort ist das Publikum wieder da. Und jetzt hoffen. Jawohl. Und das war's. Knapper Sieg. Beendet. Sie gewinnen zwar, aber das Ergebnis überrascht dann doch. Ja, wir hatten ein eindeutigeres Resultat erwartet, aber das macht eben den Fußball aus, dass auch die Kleinen an einem guten Tag mithalten können. Ja, so klein ist Schalke dann eigentlich nicht. Na gut, 2 von 3 Zielen erreicht. Ist ganz okay, eine Vorlage konnte man leider nicht erreichen. Das war dann doch ein bisschen zu schwer. Aber wir haben 3-2 gewonnen, sind somit erster Platz in der Bundesliga-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Dortmund. Sie schicken gleich zweimal. Und ja, läuft eigentlich sehr gut. So, Spielbelohnungen. Und weiter geht's. Trainingstag steht wieder auf dem Plan. Fortgeschrittene Elfmeter und Spiel ohne Ballgrundlagen. Ich würde sagen, das nehmen wir noch mit in diese Folge. Nur der Sieg zählt. Heute trainieren wir knallhart. Andiamo! Und Training ist ja auch sehr, sehr wichtig, um sich stetig weiter zu verbessern. Jetzt müssen wir hier diese Teile treffen. Elfmeterschießen bin ich nicht so sehr gut. Aber ich werde mein Bestes geben. Ja, Mann. Mehr Einsatz, ja. Leicht gesagt. Run! Ja, noch ein bisschen höher. Dann haben wir's. Andiamo! Ah, es ist so schwer. Noch ein bisschen höher.
Schade. Drauf, drauf! Hm, wieder ein bisschen zu niedrig. Ja, wir nähern uns langsam an. Über fast, ja, fast 7000 Punkte, ist ganz okay. Gut gemacht. Also weiter geht's. Spiel ohne Ball, Grundlagen. Los, präzise Pässe! Hä? Was muss ich da machen? Ach so, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Ups. Es war, glaube ich, nicht so geplant. Ah, schade. Los, ihm mir alles geben. Ja, mach ich ja schon. Oh. Voller Einsatz. Ja. War trotzdem schlecht. Ja, gut, 15.000 Punkte, sehr gut. Exzellent. So, schon sind wir wieder eine Stufe aufgestiegen. Harte Arbeit im Training ist die Grundlage für erfolgreiche Spiele. Ich glaube, das haben wir heute geschafft. Grazie. Grazie. Keine Problem, Dino. Ja, und der Patzerschaft hat sich auch verbessert, wie es aussieht. So, this is the secret to our success? You training all day, every day? Ich muss fit bleiben. Meine Ballkontrolle muss super sein, wenn ich mit dir mithalten will. You're looking alright out there to me. Sometimes things just click. Ja, stimmt. Aber es soll auch so bleiben. Think you can do it faster than me? Können wir herausfinden. Du bist gut, aber kein Dennis Bergkamp. Oh? And so you think you got a touch like him, do you? Prove it. Ja, das werde ich. Okay, in diesen Trainingsspielchen bin ich echt nicht so berühmt. Ich finde den gar nicht so schnell, der Griezmann. Also Dings ist schneller. Tut mir leid. Aua. Er fliegt halt auch aufs Maul. Na, wir haben gewonnen. Würde ich mal behaupten. Ja, ein kleines Trainingsspielchen, das heitert ein bisschen die Stimmung auf. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.